cause I can't admit that you got all the strings and know just how to tug them. I think I'm in love. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es schon wieder eine Kooperation und zwar habe ich eine mit Mixerama gemacht. Mixerama kennt vielleicht einige von euch. Früher hießen die anders und zwar Mixing Your Pet Food. Und als sie noch Mixing Your Pet Food hießen, habe ich da auch schon mal was bestellt. Meine Katze und ich mochten das eigentlich ganz gerne. Und genau, jetzt zeige ich euch, was mir zugeschickt wurde. Ich war jetzt voll überrascht, dass ich ein Paket gekriegt habe. Irgendwie habe ich da wenig mit gerechnet, weil ich habe denen irgendwie vor ein paar Tagen oder so erst meine Adresse geschickt. Aber auf jeden Fall vielen Dank, Mixerama, für die Sachen. Und ich packe das Paket jetzt mit euch aus. Ich habe es schon aufgemacht, aber noch nicht reingeguckt. Und genau. Ich habe das Paket jetzt aufgemacht und es kommt einem mega viel entgegen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Und es tut mir schon mal leid, dass ich gerade kein Stativ habe. Unser Stativ ist kaputt. Jetzt muss ich das mit der Hand filmen. Ich hoffe, es stört euch nicht und wir fangen jetzt direkt mal an. Hier links, ich fange jetzt mal hier so an, haben wir einmal Bergwiese, Hauptfutter für Kaninchen, Chinchillas und Meerschweinchen. Und ja, das heißt einfach Bergwiese, das sind so ganz viele Kräuter. Und hier hinten steht auch drauf, was da drin ist. Das ist da alles drin, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich krieg das jetzt nicht scharf gestellt, aber auf jeden Fall sind da Petersilienstiele, Wiesenfasern, Karottenscheiben, grüner Hafer, Brennnesselblätter, Ringelblumenblüten, Rotkleeblüten, Sonnenblumenblüten, Spitzwegerich und Löwenzahnblätter drin. Und genau, auf jeden Fall sieht das sehr cool aus und das ist eine riesige Menge. Da steht jetzt gar nicht drauf, wie viel da drin ist, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall eine echt riesige Menge. So, dann als nächstes hier, auch in so einer wiederverschließbaren Packung, die Magen- und Darmkräuter. Das sind Kräuter und Blüten. Das ist Fenchel, grüner Hafer, Dill, Ringelblume, Hibiskus, Melisse, Breitwegerich, Rotkleeblüten, Rosenblütenblätter, Lavendel, Anis, Kornblume, Kamille, Sonnenblumenblüten, Löwenzahnblüten, Gänseblümchen, Malvenblüten und Jasminblüten drin. Und da steht halt, dass es gut für Blasengrießkandidaten ist, also wahrscheinlich Kaninchen, die das oft haben oder haben. Und es wirkt halt entzündungshemmend, steht da noch. Und auf jeden Fall sehr cool, ich denke, ich werde das mal ausprobieren. Meine haben jetzt zwar nicht so eine Probleme, aber ich kann denen das ja trotzdem geben. Wenn nicht, hebe ich mir das auf, falls meine das mal haben und irgendwas haben. Dann hilft das bestimmt und genau. Ich lese euch das hinten übrigens immer vor, weil meine Kamera das schlecht fokussieren kann. Genau. Dann hier noch, das ist mega niedlich, also ein Blütenherz. Da steht Papageienbäckerei. Da ist Hibiskus, Rose, Rotklee, Hopfen und Malve drin und Buchweizen. Ich denke, der Buchweizen, damit das zusammenhält. Und das ist sehr niedlich. Ist jetzt nicht so eine Herzform, aber auf jeden Fall, meine werden das bestimmt eh an einem Tag essen. Die sind ja sehr verfressen. Dann hier, das ist mega cool. So eine Karotte als Spielzeug. So aus, ich weiß nicht, aus was das ist, steht hier bestimmt drauf. Also die Marke oder ich weiß nicht, ich denke, das ist einfach nur so ein, ja, so eine Bezeichnung. Natur First. Also ich denke, das ist so ein, keine Ahnung, so ein so eine Untermarke irgendwie. Also Grassy Carrot, also eine Graskarotte. Da können die Kaninchen dann dran knabbern und meine werden das eh lieben und zerstören. Meine haben ja eh immer Spaß am Zerstören und genau. Als nächstes ist hier auch wieder so eine riesige Tüte. Meine Kaninchen werden auf jeden Fall satt werden. Natur pur heißt das und da sind, ich sehe schon, dass da grüne Hafer und Karotten drin sind. Das ist echt eine Menge und Erbsenflocken und auch Apfelchips. Ich kann es euch ja nochmal vorlesen. Da ist Wiesengras, Johannesbrot, Erbsenflocken, grüner Hafer, Karottenscheiben, Apfel aus Wildwuchs, also Wildapfel quasi, Ringelblumenblüten, Petersilienstiele, rote Beete drin.
Und oh mein Gott, das ist halt auch so eine riesige Menge. Und meine Kaninchen werden sich da extrem drüber freuen. Und ich freue mich natürlich auch. Mega. Als nächstes hier eine noch größere Menge. Oh mein Gott. Schmackofatz heißt das. Und das ist so eine riesige Tüte. Ja, meine werden auf jeden Fall satt werden. Auf jeden Fall. Auch wenn meine das nur als Zusatzfutter jetzt kriegen. Werden meine da auf jeden Fall viel dran zu fressen haben. Da drin sind auch Wiesengras, Birkenblätter, Karotten, grüner Hafer, Himbeerblätter, Spinat, Spitzwegerich, Tomatenflocken, Paprika, also grüne Paprika und Sonnenblumenblüten. Also hauptsächlich sind da so Birkenblätter und so drin. Und das ist auf jeden Fall mega cool. Dann ist hier noch, wie ich gesehen habe, Heu drin. Und auch noch so eine Flyer, die zeige ich euch gleich. Ich nehme das mal raus. Und das ist auf jeden Fall Heu. Ich drehe es mal um. Ja, einfach normales Heu, denke ich. Das ist schön grün. Das sieht jetzt in der Kamera ein bisschen doof aus. Aber das ist an sich schön grün und die Fasern sehen sehr lang aus. Also nicht so kurz gehäckselt, sondern noch lang gelassen. Und genau, Heu können wir immer gut gebrauchen. Meine essen sehr viel Heu im Winter. Deshalb ist das schon mal gut. Dankeschön. Und hier sind noch einmal ein Heft drin. Die Karotte Zeitschrift des Kaninchenschutz e.V. Hier sind zwei Kaninchen drauf. Und genau. Da steht noch die Nudelbandesucht Seite 4. Unsere Hoppelmodels Seite 6 und Ernährungsmythen. Also stehen da halt so Infos drin, denke ich. Und genau, das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Dann sind hier noch, wie ich gerade gesehen habe, zwei Bonbons drin. Das sind so Kaubonbons, glaube ich. Einmal in Erdbeere und Pfirsich. Die esse ich eh gleich auf. Und dann hier noch zwei Flyer. Einmal von www.schweinhausen.org. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist... Ach genau, die bauen anscheinend Häuser. Und Schweinhausen vielleicht, weil es viel mehr Schwein ist. Aber vielleicht machen die ja auch für Kaninchen irgendwie Sachen. Und dann noch eine Karte von Mixerama, wo nochmal so draufsteht, was Mixerama eigentlich ist. Also Futtermischen aus über 300 Komponenten, rein natürlich und Zusatzstoffe und so weiter. Und genau, das ist da auch noch drin gewesen. Und jetzt ist das Paket auch schon leer.